Und willkommen zurück hier am Roten Berg bei Let's Play Morrowind. Wir sind auf dem Weg Richtung Huch. Odrosal. Ja, Odrosal. Und ich habe mal nachgeschaut, ich kann die Karte leider nicht zoomen. Warum auch immer das nicht funktioniert. Es ist blöd. Sehr blöd. Heißt, ich müsste mir eine neue Kartenmod besorgen oder so, aber ob das jetzt noch unbedingt sein muss. Hallo, stirbst du mal? So, ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Das schaut so aus, als ob es Odrosal sein könnte. Oder? Geht's hier irgendwo rein? Sieht so aus wie eine Zwergenfestung, ne? So ein bisschen. Stirb! Doch, ja, hat dieses Zwergenfestungsgedöns. Aber da oben geht's auch nicht rein. Huch. Hui! Hallo? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Ich hoffe, ich muss nicht fliegen. Das wäre beschissen. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Odrosal! Ausbildungsakademie der Dwuma. Wum, 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 wum. Es ist irgendwie viel, viel dunkler hier geworden, habe ich so das Gefühl. Ach, toll. Es ist viel, 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 viel dunkler. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Obwohl doch das schon ganz schön finster ist hier. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das... Frag mich nicht. Oder vielmehr, ob das vorher schon so war. Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Odrosal Turm. Zwergen Claymore. Aha, hier ist die ganze Palette an Zwergenwaffen aufgereiht. Bringt uns allerdings nichts. Denn ja. Zu schlecht. So. Von dort kommen wir. Ja. Muss mich nur gerade ein bisschen umsehen, dass ich hier halbwegs die Orientierung behalte. Huch. Oh Gott, was ist das? Was bist du? Was zum Dagot Odros? Okay. Übel. Der hat einen Schlüssel, den nehmen wir mit. Ein sechstes Hausdingen, Amulett des Herzfeuers. 20.000 Wert nehmen wir mit. Krass, da geht's hoch, aber wir haben kein Flugschein. Da geht's in den Turm. Wir gucken mal gerade im Turm. Ach, da ist das Ding schon.
oder? Seelenklinge, ja doch. Cool. In der Odrosa-Zitadelle entdeckte ich die Seelenklinge eines der magischen Artefakte des turmerischen Gildenfürsten Kagrinak. Sehr schön. Haben wir das schon mal? So, dann, warte mal, wenn ich jetzt da runtergehe, glaube, das geht ja dann einfach von hier, weil irgendwie muss man ja da wieder hochkommen. Wo ich dem Spiel natürlich auch zutraue, dass es einem... Oh Gott, ey. Dass einem das Spiel auch an irgendwelche Punkte bringt, wo man ohne irgendeinen Zauberdrang nicht mehr zurückkommt. Traue ich dem alles zu, aber hier ist nichts. Blöd, dass wir keinen Trank des Auftriebs haben, oder haben wir da eben einen gefunden? Echt blöd, denn da oben hätte man noch hochgekonnt. Aber was soll's. Machen wir uns auf den weiteren Weg Richtung Weminal. Wie auch immer wir dorthin kommen wollen. Feinde, ja, wo? Hier sind keine Feinde. Feinde? Doof. Glaube doof. So, ich gucke mal die Richtung so, aber... Oh Mann, ey. Und dann, wenn wir bei Dagoth Ur sein sollten, da müssen wir dann genauso aufpassen. Das ist richtig scheiße hier. Das ist richtig kacke. Da geht's zu Dagoth Ur. Genau, ich... Komme ich hier so hoch? Da kommt Rumpelstilzchen. Apropos Rumpelstilzchen, warte mal. Ich weiß zwar nicht, was Rumpelstilzchen mit Reparieren zu tun hat, aber... Man könnte es ja mal machen. Wenn ja auch hier nicht dieser blöde Nebel die ganze Zeit wäre. Ohne den wäre es viel... viel schöner und angenehmer. Da ist der Pestzippel. Ich muss irgendwie hier außen rum, das ist schwierig. Noch einer. Hi, hui, Sprungangriff. So, und wenn wir hier lang gehen, müssten wir ja eigentlich zumindest irgendwie in die richtige Richtung gehen. Aber von hier kommen wir. Leute, ey, das ist echt... echt mies. Aber da müssen wir lang. Warte mal, ja doch. Aber das ist doch nicht das... Ja. Das Weminal, oder wie es heißt. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Weg ist auf jeden Fall richtig. Vielleicht ist das auch gar nicht so schwer, dahin zu kommen. So, warte mal, wir rasten mal kurz. Tju. Noch ein Pestkollege. Und irgendwas, was uns anzaubert. Genau.
Oh Mann, ey. Ach, die Nerven so. Da sind wir richtig. Es ist nur ein Zaun da unten, okay. Okay, schon, hallos. Die lange Brücke. Die lange, unbewegliche Betonbrücke. Wie krass. Ach was. Was ist das? What is this? Einfach nur so ein... So ein Punkt, wo man halt... ein Dedra findet und einen Flederschatten. Winged Twilight. Kennst mich nicht, na dann. Kann man hier irgendwo rein? Oder ist das schon... das ist doch noch nicht... Okay. Ular Dalkulu. Dalaku. Dalaku, Dalaku. Gehen wir mal rein. Dalaku hier, Dalaku da. Dalaku wunderbar. So. Mama? Hä? Ach so, es ist nur Eis, da haben wir ja Glück. Es ist Eis, Eis, Baby. Ein dummer Spruch hier nach dem anderen. Boah, was ist das? Finster hier. Ach du Kacke. Na komm. Ja, du auch. Gute Nacht. Gute Nacht, die Dame und der Herr. Sicherheit 5 Punkte auf sich selbst, das ist ja cool. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann die Dinger ausziehen muss. Also unsere Handschuhe, ich glaube schon. Und das wäre blöd. Was haben wir da? Blöd. So ein Blödsinn. Erzähl mir doch nicht sowas. Das stimmt doch gar nicht. Ich verstehe das manchmal hier nicht. So, das ist blöd. Hier wieder Corpse Preparation, wie immer. Und dort haben wir eine Falle, die auch gar nicht mehr angezeigt wird irgendwie. Stahlstab des Friedens. Können wir was lernen. Und das war ein Zauber, der... Oh, leck mich doch. Das nervt. Das nervt so dermaßen. Echt, das fuckt mich so ab. Das ist richtiger Abfuck. So, wo haben wir gespeichert? Keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Morgenluft war ja nur... Ausdauer, glaube ich. Ich gebe einfach alles rein, was ich habe, aber es bringt natürlich nichts. Das bringt alles nichts. Jetzt können wir zwar laufen, aber... gleich wahrscheinlich nicht mehr.
kipp einfach mal alles in mich rein. Was wir hier so finden, vielleicht bringt's ja was. Achso, hier oben haben wir noch gar nicht geguckt. Ich das Herz klaue, ne? Ja, bitte, ich schließ dich auf. Oh Mann, ist das blöd. Kommst du so an und stichst ihm so den... den Dietrich in die Brust. Oh, bescheuert. So, und gleich bleiben wir stehen, oder? Kommt man hier noch... kommt man hier wieder raus? Ja. Das kotzt mich an. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ja, so zum Kotzen. Und die kriegst du auch nicht weg, diese blöden Zauber, ne? Das ist... weiß nicht. Es sei denn, du hast so einen komischen Wiederherstellungszauber, den man aber irgendwie nie hat. Oder ich achte nie da drauf. So, gleich sind wir am Ziel. Wow. Hallo? Stirb! Oh. Natürlich, warum auch nicht? Noch 5. Gruselig. Und ich laufe bestimmt wieder den falschen Weg. Ich speichere mal. Tag. Karl der Käfer sagt uns auch guten Tag. So. Obwohl doch, ich glaube, wir sind richtig. Wir müssen einfach hier runter. Und dann... ich habe auch keine Ahnung, wo das sein soll. Hä? Das Spiel macht mich... oh, fertig. Ja, es schickt. Wir... ja, gehen einfach mal da lang. Oh. War das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Kage! Naja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie den Weg finden. Da oben ist es. Nein! Fick dich, Spiel. So. Gibt's doch nicht. Wir sind gefallen. Der gefallene Engel. Gefallener Bengel. So. Jetzt nochmal hier runter und dann müssten wir eigentlich gleich nochmal auf die 10.000 Flugbiester treffen. Doch, hier sind wir richtig. Da schießt ein Dedrot. Die sind gefährlich. Die sahen gefährlich. So, und ja. Wo ist das jetzt? Hä?
Mann, das ist alles so verwirrend und... und... komisch. Da ist es, weil man hier echt nichts sieht, ne? Das ist... das Problem. Diese blöde Sichtweite durch diesen Peststurm hier. Das sieht irgendwie cool aus. Boah, krass. Und ich glaube, der Weg, den wir gerade hier gehen, ist nicht der Weg gewesen, den man ursprünglich hätte gehen sollen. Hallo, Fetti! Ogrim Titan, okay. Aber egal, Hauptsache wir sind am Ziel. Hallo? Die Ratte haben wir schon. Okay. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Rasten kann ich auch. Super. Jetzt ist hier natürlich dunkel. Das macht das Ganze noch schöner. Man kann hier super was erkennen. Und nächstes Mal holen wir uns dann den Seelenhammer. Seelendonner. Ja, Seelendonner. Gut, bis dann. Tschüss.